Hallo liebe Stars Fitness Members, ich bin die Elvira und wir werden jetzt gemeinsam eine Einheit Back Health Übungen machen. Das heißt gesunde Haltungs- und Kräftigungs- und auch Mobilisationsübungen für eine gute, gesunde Wirbelsäule. Was brauchst du heute? Am besten eine Matte oder ein Handtuch, beziehungsweise ein zweites dickes Handtuch, das du dann auch zu einer Rolle formen kannst, wenn du denn keine Matte hast. Im besten Fall hast du vielleicht sogar eine Matte, denn diese Schaumstoffrolle hilft dir dann, du merkst gerade, meine Matte entrollt sich gerade, das macht nichts. Wir bauen sie später nochmal gemeinsam zusammen. Das Schaumstoffmaterial hilft dir einfach so, einen Instabilitätsfaktor in dein Training einzubauen. Zunächst aber beginnst du mit Haltungswahrnehmung. Stell dich mal mit deinen Füßen aneinander hin, öffne die Zehen und die Fersen, sodass du gemäß deinem Becken gut geerdet stehst. Gib Aufmerksamkeit auf das Groß- und Kleinzehen, Grundgelenk und auf dein Fersenbein. Lass diese drei Punkte mal ganz bewusst mit dem Boden verschmelzen, ankern, Wurzeln schlagen. Spür, wie sich dein Fußgewölbe aktiviert. Spür, wie damit zusammenhängend auch dein Bauch fest wird, wenn du ausatmest und du ein neutrales Becken aufbaust. Das heißt, dein Becken steht senkrecht, wenn du eine Linie zwischen Schambein und Darmbeinstacheln ziehst und deine Sitzbeinhöcker ziehen nach unten. Lass deine Knie locker und lass deine Schultern einmal zurückrotieren, deine Schulterblattspitzen bewusst nach unten ziehen, während dein Hinterkopf nach oben zieht. Nimm mal deine Wirbelsäule wahr, wie du jetzt stehst und wie du vielleicht so aus dem Alltag lümmelst oder vielleicht sogar nur am Bürotisch sitzt im Homeoffice. Unterrichte dich noch einmal auf. Spür hier, dass zwischen jedem Wirbel etwas Platz entstehen darf. Und mit der nächsten Einatmung wirst du nochmal lang und mit der Ausatmung lass mal von der Halswirbelsäule beginnend den ganzen Körper abrollen. Wirbel für Wirbel, die Arme hängen, bis du die Matte berührst, über den Boden berührst und dann kommst du wieder ganz bewusst Wirbel für Wirbel nach oben. Noch zweimal. Roll ab. Das Einzige, was hier fest bleibt, was du wirklich bewusst spürst, ist dein Bauchnabel. Der zieht nach innen. Ein letztes Mal. Und dann rollst du wieder nach oben. Lass deine Schultern mal ganz weit werden. Zieh sie auseinander, zieh die Schulterblattspitze tief. Nimm die Arme mal mit der Einatmung nach oben und mit der Ausatmung zieh die Schulterblattspitzen nochmal tief. Und jetzt komm mal mit jeweils einer Fingerspitze weiter nach oben. Spür, wie du länger bist. Wie viel Platz zwischen den Rippen entstehen darf, um zum Atmen Platz zu haben. Aber der Bauchnabel bleibt fest. Noch einmal jede Seite. Und mit der nächsten Einatmung heb mal bewusst die Schultern, lass sie ausatmen, wieder sinken, öffne deine Arme etwas breiter als schulterbreit. Einatmen, dreh die Daumen ein wenig nach außen, ausatmen, neig dich mal zur rechten Seite. Atme ein, komm zur Mitte und aus, neig dich zur linken Seite. Spür vom Becken abwärts, dass du ganz stabil bleiben darfst. Der Oberkörper neigt sich, dein Bauch bleib zur Mitte gezogen und jetzt richte den Blick mal nach oben, wenn du dich zur Seite neigst und schau, was passiert in der Halswirbelsäule. Noch einmal und jetzt richte den Blick mal nach unten, jeweils zur Schulter. Wieder zur Mitte und lass in einem großen Kreis die Arme wieder zum Becken kommen. Beginn die Schultern zu kreisen. Lass den Atem fließen und lass vor allem den Bauchnabel fest nach innen gezogen. Große Schulterkreise und mit der nächsten Einatmung. Heb nochmal die Arme. Ausatmen, lass sie durchschwingen. Ein, komm weit hinter den Körper, wenn geht, und lass sie durchschwingen.
so hoch du kannst und durchschwingen. Ein und aus. Noch einmal beide Arme, die Schulterblätter ziehen tief und jetzt lässt du jeweils einen Arm nach oben ziehen und den anderen nach unten. Einatmen, lang, ausatmen, wieder loslassen. Einmal zieht die Fingerspitze nach oben und einmal nach unten. Und spür richtig, wie du weiter wirst im Brustkorb, die Schultern weiter auseinander gehen. Noch einmal jede Seite. Wir nehmen heute die Schultern sehr intensiv in die Bewegung. Dann kommen die Hände mal ans Becken. Spür mal dein neutrales Becken, wie es sich wieder einstellt. Und jetzt lass es mal vor und zurück schaukeln. Beweglichkeit spürst du auch in der Lendenwirbelsäule. Deine Knie sind noch immer leicht gebeugt. Und jetzt stell dir die Himmelsrichtungen vor. Dein Becken will vor nach Norden, zurück nach Süden und dann nach Osten und nach Westen. Genau. Du gehst mit deinem Becken in alle Himmelsrichtungen. Vielleicht sogar etwas schneller. Vor, zurück und zu jeweils einer Seite. Lass die Schulter stabil. Lass die Schulterblätter nach unten gezogen. Ein letztes Mal. Und jetzt lass dein Becken mal kreisen. All diese Punkte wandert es jetzt ganz bewusst in einer runden Bewegung ab. Spür vor allem beim Einrollen des Beckens, wie im unteren Rücken mehr Platz entsteht. Geh mal in die andere Richtung. Ein letzter Kreis und dann komm wieder zur Mitte zurück, in deine neutrale Mitte und lass mal die Fersen heben. Einmal rechts und einmal links. Die Arme ziehst du in eine Diagonale. Spreiz die Finger weit auf und spür, wie die diagonale Bewegung durch den ganzen Körper geht. Die Schulter geht mit. Jeweils diagonal zum gegengleichen Knie. Lass die Bewegung jetzt etwas fließender, schneller werden. Hopp. Ja, genau. Jeweils eine Ferse hebt und es ist eine fließende Bewegung. Dein Bauchnabel hält die Stabilität nach innen. Die Brustwirbelsäule wird bewegt. Du spürst durch die Rotation, wie sich die eine oder andere Blockade lösen darf. Die Arme sind so wie ein Pendel. Dein Gegengewicht, die Schulter bleiben tief gezogen. Noch zwei, drei Atemzüge. Bleib in dieser Bewegung. Locker, locker, um dann wieder kleiner zu werden und zur Mitte zurückzukommen. Jetzt sind auch deine Sprunggelenke ein wenig warm geworden. Dein ganzer Körper ist ein bisschen wachgekitzelt und du holst dir, wie schon vorhin angesprochen, deine Handtuch- oder Mattenrolle. Wenn du eine Matte hast, nimm sie als Hilfsmittel, um dir für die nächste Übungssequenz ein bisschen Instabilität zu geben. Du legst diese Rolle quer und stellst dich mal hier drauf. Spür mal dein Körpergewicht und tarier wieder deine neutrale Mitte aus. Komm gleich mal mit dem linken Fuß in die Mitte der Rolle. Und jetzt spür, wie wenn du dein rechtes Bein hebst, deine ganze Wirbelsäule sich wieder aufrichtet. Verhindere, dass dein Becken nach vorne kippt. Bleib wieder in der neutralen Position. Gerne kannst du dich abstützen oder auch die Arme ausstrecken, wie es sich für dich besser anfühlt. Dein rechtes Knie will jetzt Kreise ziehen. Starte mal klein. Und spür, wie allmählich diese Kreise größer werden. Lass den Atem weiter fließen, wenn es dir hilft. Mir hilft es auf jeden Fall, beim nach Einatmen dein Knie heben, beim Ausatmen zur Seite zu rotieren. Spür noch immer
immer, wie dein Gewicht gut verteilt ist auf deinem linken Fuß. Oh, dann komm mal in die andere Richtung. Spür, wie die Wirbelsäule noch länger werden darf. Wie dein Becken stabil bleibt. Verhindere, dass du hier hin und her schaukelst. Lass beide Beckenknochen auf einer Höhe nach vorkommen. Und ein letzter Kreis. Dann kommst du zur Mitte. Schließ kurz deine Beine und öffne sie dann wieder so, dass du gut auf deiner Mattenrolle ausharren stehst. Deine Knie rotierst du jetzt fast ein wenig nach außen. Aus der Fußachse, an der Fußachse orientiert, drücken die Knie jetzt nach außen. Deine Fingerspitzen werden wieder aktiv. Und du ziehst die Arme nach vor, während du die Knie beugst. Und bring die Arme wieder zum Rumpf, wenn du die Knie wieder streckst. Damit verbunden beugt sich natürlich auch dein Becken. Du setzt dich gedanklich zurück und stellst dir vor, die Knie wollen aber nach außen. Atme ein. Komm so tief, wie du gerade deine lange, aufgerichtete Wirbelsäule halten kannst. Und stell dir vor, die Daumen wollen in eine Schräge nach oben. Dreh also deine Handflächen leicht nach außen. Denk nochmal an deine Schulterblattspitzen und halte hier. Richte den Blick jetzt bewusst auf einen Punkt vor dich am Boden und lass deine Arme mal ganz schnell federn. Ganz schnell wippen. Ich glaube, die Übung haben wir letzte Woche schon gemacht. Das ist eine sehr effektive Übung. Du hältst noch 2 bis 3 Atemzüge durch. Geh gedanklich nochmal die stabilen Punkte deiner Wirbelsäule durch. Halte, halte. 4, 3, 2, 1. Ja. Wunderbar. Gut gemacht. Komm jetzt mit deinem rechten Bein in die Mitte der Mattenrolle. Komm wieder in die neutrale Mitte, mittige Position und heb dein linkes Knie. Gerne wieder dann Hände im Becken abstützen. Sprunggelenk ist locker, rechtes Bein leicht gebeugt. Du spürst erstmal, wie dein linkes Knie nach außen rotiert. Klein startend und immer größer werdend. Die Bewegung kommt aus dem Hüftgelenk. Wahrscheinlich, so wie ganz viele gerade, sitzt du viel auf diesen Sitzbeinhöckern. Und dein Hüftgelenk ist vielleicht ein bisschen steif. Lass es beweglicher werden. Mit jeder kreisenden Bewegung. Aber kontrolliere auch diese Bewegung. Und jetzt gehst du wieder von außen nach innen. Visier mit den Augen einen Punkt an. Und denk immer wieder an die Aufrichtung der Wirbelsäule dazwischen. Du willst aufrecht stehen, du willst sogar noch größer wachsen. Noch 3 Kreise. Spür dein Standbein rechts ganz stark. Die Stabilisatoren im Gesäß auch aktiv werden. Und dann stell behutsam den linken Fuß wieder ab. Öffne beide Beine wieder auf Hüftbreite. Und drück deine Kniegelenke wieder leicht nach außen. Wir machen die gleiche Übung nochmal, auf dieser Mattenrolle stehend, ein paar Kniebeugebewegungen. Einatmen, lang werden, ausatmen, wieder strecken. Auch hier visier einen Punkt in der Weite vor dir an, schräg vor dir am Boden ist am besten. Und denk nochmal an diese lange Wirbelsäule, speziell im Halswirbelsäulenbereich. Du ziehst den Hinterkopf lang und ziehst dein Kinn gedanklich sogar noch mehr zur Körpermitte. Bleib hier nochmal am Endpunkt stehen. Kontrolliere deine Stabilitätspunkte und erst dann gehst du für 20 bis 30 Sekunden in eine schnelle, wippende Bewegung. Daumen nach außen gedreht, viel Platz zwischen Ohrläppchen und Schulter. Noch ein langer Atemzug. Dann hältst du wieder an und kommst wieder in den aufrechten Stand.
Gut gemacht. Lockere mal deine Beine ein wenig. Steig hin und her auf deiner Mattenrolle. Heb die Fersen. Gut. Und dann steigst du mal ab von deiner Mattenrolle und holst sie dir in die Länge, also du legst sie andersrum. Du kannst sie auf deiner zweiten Matte oder auf einem Handtuch ablegen. Ich mache das jetzt speziell, weil ich Socken trage und der Boden sehr rutschig ist sonst. Du kannst es aber, wenn du auf einem Teppich oder nicht rutschfreien Boden bist, auch gerne einfach am Boden machen. Wir nutzen die Mattenrolle jetzt wieder als Zusatzelement zum Stabilisieren unseres Beckens und unserer Gelenke im Sprung- und Kniegelenk. Nimm mal dein rechtes Bein auf die Matte und dein linkes Knie genau unter das Becken. Und ich zeige es bewusst von der Seite, dann siehst du nämlich auch, was hier passieren kann. Es sollte dein Becken nicht nach hinten rutschen und du nach vorne dich lehnen, sondern du bleibst hier wieder in deiner Neutralen und richtest dich auf. Leg deine Hände wieder an dein Becken, kontrolliere das auch mal. Wirklich mit einer bewussten Ausatmung bis zum Lang und stell mal die hintere Zehe auf. Und jetzt gib Impuls in deine linke Ferse. Drück sie nach hinten weg und spür, wie du nach oben kommst. Und dann kommst du wieder tief, fast bis zum Boden. Atme ein und du merkst schon, wie siehst es auch bei mir, das ist leicht zittriger, ist bewusst gewollt. Du wählst wie ein Fahrstuhl mit deinem Oberkörper hoch und tief an. Wenn das schon so einfach ist, der könnte hier auch einfach die Arme über Kopf strecken. Denk aber wieder an die Position der Schulterblattspitze. Halte noch etwa 10 bis 15 Sekunden durch. Komm höher heraus. Wenn du dich sicher fühlst, lass dein Bein schon fast in die Streckung kommen. Und lass aber dein Kniegelenk vorne oberhalb des Sprunggelenks stehen. Noch zwei. Letztes Mal. Wunderbar. Stell dein Knie ab. Komm mit den Händen auf die Matte, auf die Innenseite dieses rechten Fußes. Stell den rechten Fuß mal zurück und nimm beide Hände jetzt mal unter den Schultergürtel. Zieh den Bauchnabel gut nach innen und spüre wieder, wie deine Wirbelsäule in der neutralen Position lag. Jetzt dreh mal die Ellenbeugen ein wenig nach außen, krall den Finger und stell nochmal deine Zehen in die Matte. Spür den Bauchnabel nach innen ziehen und sogar dein Brustkorb hebt sich. In der nächsten Ausatmung löst du mal vorsichtig beide Knie von der Matte. Halte mal. 2-3 cm oberhalb des Bodens schweben deine Knie. Dein Rücken macht eine tischähnliche Position. Und du hältst. Werde länger. Schieb die Schulterblattspitzen gedanklich in deine rückwärtigen Hosentaschen. Noch 2 Atemzüge. Und dann setzt du wieder vorsichtig ab. Und lockerst. Beide Hände kommen jetzt auf die Innenseite des linken Fußes, den du jetzt nach vorne bringst. Gleiche Bewegung, ich drehe mich nur um, du kannst gerne auf deinem Platz bleiben, damit du mich besser siehst. Linker Fuß ist jetzt auf der Mattenrolle, rechtes Knie ist unter deinem rechten Becken. Wieder richtest du dich gut ein, deine Zehe steht schon bereit. Und wieder mit der nächsten Ausatmung, schieb die Ferse zurück. Einatmen, kommen, tief. Spüre, wie deine streckenden Elemente allmählich aktiv werden. Und wenn du möchtest, auch hier wieder. Die Arme über Kopf strecken, aber unbedingt viel Platz zwischen Ohrläppchen und Schulterkante lassen. Lass den Atem fließen. Noch 3 Wiederholungen. Und ein letztes Mal. Setz dein Knie wieder ab. Beide Hände auf die Innenseite dieses vorderen Fußes und den stellst du jetzt nochmal zurück.
Beide Hände rasten wieder auf dieser Matte. Du kommst in die neutrale Position. Die Füße stehen schon bereit, sodass du gleich wieder mit dem nächsten Ausatmen deine Knie löst. Und in der zweiten Variante dieser Übung federst du vorsichtig mit den Knien 2 cm auf und ab. Zieh die Schulterblattspitzen wieder in Richtung Hosentaschen. Bleib dabei. Bauchnabel zieht nach innen. Noch zweimal federn. Letztes Mal setz ab. Entspann deine Sprunggelenke. Wunderbar. Setz dich kurz zurück auf die Fersen und lass diese Mattenrolle gleich vor dir. Du brauchst sie nicht genau jetzt. Und streck dich mal lang aus. Den Körper ganz entspannt auf den Bauch gelegt. Die Mattenrolle bringst du so weit weg, dass du gerade die Handkanten und auch deine Handgelenke drauf abstützen kannst. Streck die Arme jetzt mal schulterbreit aus und leg ganz kurz mal den Kopf ab. Geh gedanklich jetzt nochmal mit deiner Aufmerksamkeit Richtung Bauchnabel. Der zieht jetzt ganz bewusst weg von der Matte. Dein Becken kippst du etwas mehr in der Matte. Stell dir vor, dass dein Kreuzbein länger wird, dass wir nach unten Richtung Füße ziehen. Und du spürst hier diese Stabilität und die hält. Beine bleiben etwa hüftbreit geöffnet. Und deine Arme drehen jetzt mit den Daumen mal nach innen. Du hebst den Kopf und hältst hier Bauchnabel fest. Und mit der Ausatmung öffne mal die Daumen. Und mit der Einatmung kommst du wieder nach innen. Rotation in den Schultern. Du willst mit der Einatmung die Daumen zusammenbringen. Mit der Ausatmung die Schulterblätter sogar ein wenig zurückziehen. Auf dieser Rolle gleiten deine Hände nach innen und wieder nach außen. Von außen kaum sichtbare Bewegung, aber in der Schulterblattmuskulatur tut sich ganz viel und in den stabilisierenden Faktoren im Bauch auch. Atmen ein, Arme nach innen drehen. Aus dem Oberarmkopf heraus. Lass die Bewegung wirklich aus dem Schulterblatt kommen. Aus dem Schultergelenk. Zieh die Schulterblattspitzen in jeder Ausatmung noch etwas tiefer Richtung Taille. Noch zweimal. Ein letztes Mal. Und dann leg vorsichtig den Kopf ab, lass die Rolle mal liegen und nimm deine Hände übereinander gelegt unter die Stirn. Daumen zeigen nach unten und die Ellbogen nach außen. Und deine Beine werden jetzt aktiv. Schließ die mal ganz fest und denk nochmal an deine Stabilisatoren im Unterbauch. Dein Kreuzbein wird lang. Und mit der nächsten Einatmung streckst du die Beine aus, hebst sie. Ausatmen, lass sie wieder tief kommen. Heb sie und lass sie tief kommen. Ein und aus. Wenn das zu schwer ist, gerne die Beine etwa hüftbreit heben und lass die Kniegelenke weg vom Boden. Aufnahme zieht ebenfalls weg vom Boden. Du spürst richtig wieder die Gefäßmuskulatur und die lange rückwärtige Kette aktiv werden. Noch ein paar Sekunden. Zieh den Bauchnabel zur Mitte für die letzten 2. Wunderbar. Dann legst du deine Beine wieder ab, nimmst deine Hände unter Schultergelenk und drückst dich einen Moment weg von der Matte. Leg dich mal auf deine Seite. Lass die Mattenrolle einfach ein Stückchen weg von dir. Nimm den unteren Arm mal in eine gestreckte Position und leg dich drauf ab.
spür jetzt, wie dein Beckenknochen Richtung Füße zieht und unter der Taille ein kleiner Spalt entsteht. Und dann erst nimmst du den oberen Arm vor den Körper. Schau, dass du eine lange Linie bindest mit deinem Körper. Nötigenfalls tarier dich noch aus und spür wieder, wie dein Becken in die neutrale Position rutscht und dein Bauchnabel nach innen zieht. Mit der nächsten Ausatmung heb mal beide Beine und lass die Beine lange Linien zeichnen. Atme weiter und kontrolliere die Bewegung deines Beckens. Lange Linien. Und der Bauchnabel zieht zur Mitte. Du kannst auch gern kontrollieren, weil deine Finger wegnehmen vom Boden. Du solltest ganz stabil bleiben. Die Kraft kommt hier wirklich auch aus dem Rumpf, natürlich auch aus den Stabilisatoren in den Oberschenkeln. Noch zwei Beinscheren. Und dann lass die Beine übereinander schließen und leg sie ab. Und komm in die Rücklage. Kräftigung für den Rumpf. Du hast die verschiedenen Möglichkeiten, diese Übung zu machen. Am einfachsten ist es, wenn du die Füße am Boden lässt, Becken breit öffnest, auch die Knie schauen in diese Linie. Und hier kontrollierst du wieder diese Neutralität im Becken. Das heißt, Darmbeinstacheln und Schambein in einer Linie. Es kann ein kleiner Spalt sein in der Lendenwirbelsäule. Das ist sehr individuell, je nachdem, wie dein Körper gebaut ist. Wichtig ist, dass du den Bauchnabel nach innen ziehst und während der gesamten Bewegung diese Neutralität hältst. Du nimmst deine Fingerspitzen und ziehst sie mal in Richtung Füße und spürst, wie du hier noch viel Platz entstehen lässt zwischen den Schultern. Mit der Ausatmung rollst du nach oben, sodass du zwischen den Knien durchschauen kannst, die Arme parallel zum Boden und machst ganz schnelle Wippbewegungen mit den Armen, während du weiter atmest. Denk an die Neutralität im Becken. Schwieriger wird es, wenn du die Füße hebst und die Beine in einer rechtwinkligen Position hältst. Noch schwieriger, wenn du die Beine nach oben streckst. Ich merke schon, auch bei mir, man hört es an meiner Stimme. Du musst ganz fest in den Brustkorb atmen. Noch schwieriger wird es, das ist hier, Stufe 4, wenn du die Beine in einer 45-Grad-Position bringst. Wichtig ist, dass du die Neutralität im Becken hältst. Etwa 100 Schläge da gut. Ich schätze mal, wir sind bei der Hälfte. Atme weiter. Spür den Bauchnabel, wenn der fest zur Mitte zieht. Variier mit den Beinen, wenn notwendig. Noch zwei Atemzüge. Und Beine wieder in die rechtwinklige Position zurückkommen. Oberkörper rastet, Arme etwa 45 Grad weg vom Boden. Lockere Sprunggelenke und du lässt jetzt diesen Rumpf oder diese Beine eigentlich von rechts nach links wandern. Jedes Mal, wenn du einatmest, rotierst du, als hättest du einen Sessel eingeklemmt zwischen Fersen und Gesäß. Und wenn du ausatmest, kommst du wieder zur Mitte zurück. Und raus. Schultern, Nacken und Kopf sind ganz entspannt am Boden. Kontrollierst auch nochmal deine Haltung. Dein Kinn ist zur Körpermitte gezogen und dass deine lange, lange Wirbelsäule ein und raus. Auch hier gibt es die Variante mit gestreckten Beinen. Du merkst schon, durch die Verlängerung des Hebels wird die Bewegung etwas schwieriger. Einmal jede Seite. Letztes Mal. Und zur Mitte zurück. Und lass deine Beine jetzt wirklich gestreckt. Das heißt, auch wenn du hier warst, streck mal deine Beine, nimm beide Arme hinter dem Kopf und roll dich nach oben. Das Gefühl, deine Schultern rollen weg von der Matte, dein Bauchnabel zieht fest zur Mitte und auch dein Becken wird gezogen. Nimm aus dieser Position mal jeweils einen Arm hinter den Kopf. Schau den Arm hinterher. Ein und aus.
Und jedes Mal willst du wieder mit der Schulter weg vom Boden. Mal leise diagonal, ein Bein lang strecken. Wichtig ist aber, dass du diese Position im Unterbauch halten kannst. Also wenn du dir nicht sicher bist, lass das Bein weg und geh nur mit dem Arm. Noch zweimal jede Seite. Spätestens jetzt sollte sich dein Bauch schon ein bisschen melden. Bei mir tut das auf jeden Fall. Wunderbar. Fass dich mal in Kniegelenk, die Ohren nach dich ganz und entspannt wieder. Leg dich am Boden ab. Schaukel kurz hin und her. Ein kurzer Moment, wo du ganz bewusst nochmal die Beweglichkeit im unteren Rücken spürst. Kreis kurz. Und dann komm mal über die Seite nochmal in die sitzende Position. Bring deine Beine zur anderen Seite. Für unsere Beinschere. Denk nochmal an die Länge deines Körpers. Kontrollier, dass du wieder eine lange Linie bildest. Leg deinen Kopf auf den unteren Arm ab und spür wieder, wie dein Becken Richtung Füße zieht und in der Taille ein bisschen Platz entsteht. Bauchnabel nach innen gezogen und die Schulter wieder aufgerichtet. Obere Fingerspitzen stützen dich und du streckst beide Beine aus. Wieder Scherenlinie, lockeres Sprunggelenk, Fußspitzen etwas in die Länge gezogen. Spüre nochmal, wie du ganz lang bist. Dein Becken ganz kontrolliert, verhindere, dass es zurückschaukelt. Noch zwei Beinscheren. Ein letztes Mal. Schließ beide Beine und leg sie nochmal ab. Und von hier leg dich noch einmal auf. Diesmal streckst du deine Arme aus in einen V und deine Beine gehen auch weiter als dein Becken in die Öffnung. Du stellst dir also vor, dein ganzer Körper macht die Form eines X. Und jetzt drehst du die Daumen hier noch ein wenig nach außen und ziehst die Schulterblätter tief, so wie wir es vorhin auf der Mattenrolle geübt haben. Und denk nochmal an diesen Bauchnabel, der nach innen zieht, während dein Kreuzbein nach unten geht. Also du wirst dich richtig verlängern hier im unteren Rücken. Und dann heb mal die Beine und heb auf die Hand. Stell dir vor, du würdest fliegen, du hältst sie. Atmest. Spürst die Öffnung und Schultergelenk dann noch etwas größer. Bleib noch für 10 bis 20 Sekunden hier. Aktiviere alle Stabilisatoren auf dem Rücken und die, die dich in die Länge ziehen. Langer Nacken, offene Armposition, Daumen nach außen. Noch 5, 4, 3. Jetzt noch etwas länger. 2, und eins, lass alles los. Entspann einen Augenblick. Stell die Zehen langsam in den Boden und hol dir deine Hände unter die Schultern. Und jetzt roll mal hoch mit dem Gesäß und dann nach innen mit dem Bauchnabel und drück dich von hier nochmal weg. Komm in vierfüßler Position. Und stabilisiere dich hier mal gut. Die Hände sind direkt unter der Schulter und deine Knie sind unter den Becken. Den anstrengenden Teil, wenn du die Muskelarbeit anstrengend empfindest, hast du jetzt hinter dich gebracht. Wir mobilisieren jetzt noch einen Moment. Nimm mal deinen rechten Arm bewusst unter der linken Schulter hindurch. Im Idealfall kommst du dann auch noch mit der Schulter zum Boden, wenn es nicht geht, halt am Endpunkt und gib etwas Kontrolle in dieser Hand. Wenn der Kopf am Boden ankommt, versuch mal, den linken Arm vor deinem Kopf zu nehmen und hier zu halten. Bauchnabel bleibt weiterhin zur Mitte gezogen
Du willst mit dem Brustkorb noch weiter nach außen. Bleib einen Moment hier. Ich mache uns die Musik ein wenig leiser. Entspann in dieser Endposition. Schön langsam kommst du aus dieser Endposition heraus. Leg deine Hand wieder vor den Kopf, also linke Hand vor den Kopf und drück diese Hand in den Boden, sodass du hier wieder auf einen Vieren landest. Bevor du zur anderen Seite gehst, mach dich mal ganz bewusst rund. Atme aus, atme ein, mach dich wieder lang. Und das Ganze noch zweimal für dich. Ausatmen, rund werden und einatmen. Verlagerst du dein Gewicht auf den anderen Arm, heb jetzt den linken Arm und führe den unter den rechten durch. Wenn du die Schulter am Boden hast, versuch auch mal den rechten Arm über Kopf zu strecken und hier zu halten. Von vorne gesehen machst du ein Kreuz aus deinen Armen und versuchst dein Brustbein noch weiter nach außen zu drehen. Atme noch zwei, dreimal tief in diese Position hinein. Lass los, zieh die Schultern weg vom Ohrläppchen. Und dann nimm die linke Hand wieder zum Kopf zurück. Dann die rechte, Entschuldigung, natürlich. Und löse auch hier nochmal diese Verschraubung. Und jetzt lässt du dich mal ganz bewusst mit runden Rücken nach vorne fallen. Mit langem Rücken schiebst du dich zurück. Beginne klein, rund nach vor und lang zurück. Dein Gesäß geht immer weiter zurück bis zu den Fersen. Wenn du dich zurückschiebst und allmählich wird die Bewegung auch nach vorne hin größer. Komm jetzt mal so weit nach vor, dass du dein Becken schon strecken kannst. Zieh den Bauchnabel bewusst nach innen und lass mal ganz bewusst den Kopf hängen, die Schultern locker, dein Becken in Richtung Boden ziehen und du öffnest die Vorderseite des Körpers, indem du auch noch den Bauchnabel nach innen ziehst. Trotzdem lässt du den Kopf hängen. Der Impuls geht jetzt mehr auf die Lendenwirbelsäule, Schultern entspannt, Kopf hängen und erst jetzt öffne auch noch dein Brustbein. Das heißt, du schraubst nach oben, du öffnest die Schultern, breite, breite Schultern. Zieh den Bauchnabel weiterhin nach oben, innen. Und von hier versuch mal vorsichtig jeweils ein Bein zu beugen. Atme ein, atme aus. Krall deine Finger bewusst in die Matte und hab das Gefühl, die Fingerspitzen und die Handflächen drücken dich richtig weg von der Matte. Noch einmal jede Seite. Und dann lass nochmal locker und roll dich wieder zurück in die Ausgangsposition. Komm mal ganz auf die Fersen und lass mal deinen Rücken ganz lang werden. Die Schultern ziehen nach wie vor weg vom Ohrläppchen und du schaukelst mit deinem Gewicht von einem aufs andere Bein. Lass den Kopf ganz bewusst rasten. Drück wieder ganz bewusst deine Hände in den Boden, roll nochmal
die Vierfüßlerposition nach vor und krabble in eine sitzende Position nach vor. Deine Füße stehen jetzt etwas breiter als dein Becken ist, sodass, wenn du die Knie zur Seite kippen lässt, du immer ein Kniegelenk zum Boden bringst. Und das machst du jetzt auch. Denk dran, die Schultern wollen weit auseinander und du wirst jetzt jeweils ein Knie Richtung Matte bringen oder Richtung Boden bringen. Ich spüre hier auch nochmal die Öffnung im Hüftgelenk. Bleib mal auf einer Seite, krabble jetzt mit den Händen nach vor und gib jetzt mal etwas Impuls auf deine Ferse des hinteren Kindbeines. Drück die Ferse mal nach oben und versuch den Fuß impulsartig von der Matte zu lösen. Öffne dein Hüftgelenk. Oberkörper bleibt stabil. Willst du dann noch etwas nach vor gleiten? Und öffnen. Und ein letztes Mal. Dann lass deinen Fuß wieder behutsam zurückkommen. Dreh dich zur anderen Seite. Ein Knie landet am Boden und du stützt dich wieder ab. Gib Impuls auf diese Ferse, flex den Fuß und impulsartig hebst du die hintere Fußinnenseite weg von der Matte. Bleib in der Bewegung, noch etwa ein bis zwei Atemzüge und spür, wie die Bewegung auch im Becken gut tut. Lass den Fuß jetzt wieder behutsam zurückkommen zur Mitte, öffne den Brustkorb noch einmal und schließ jetzt deine Füße wieder in etwa Beckenbreit. Halte dich mal an den Knien fest, atme nochmal ein, mach dich lang. Atme aus, mach dich rund. Noch einmal einatmen, lang werden. Ausatmen, rund. Verschränk jetzt deine Füße und wenn das Sitzen in dieser Position unangenehm ist, könntest du dir auch noch einen Polster oder eben die vorher noch gerollte Matte unter deine Sitzbeinhöcker geben. Dann fällt es vielen Menschen einfacher, in dieser Position aufrecht zu sitzen. Also finde eine Position oder eine Art, wie du hier nochmal gut den Oberkörper aufrichten kannst, die Wirbelsäule in ihrer Länge spüren kannst und entspann auch nochmal die Schultern. Die wollen breit werden, die Schulterblattspitzen ziehen Richtung Taille. Schließ gerne die Augen und halte hier für einen Moment. Deine Hände legst du auf den Knien einfach ab, die Handflächen zeigen nach oben, sodass du die Energie gut austauschen kannst, fließen lassen kannst. Zieh dein Kinn nochmal in Richtung Körpermitte und lass mit der nächsten Ausatmung den Kopf mal bewusst zur rechten Schulter neigen. Einatmen Mitte und dann zur anderen Seite. Mach deinen Nacken immer länger, indem du dein Kinn noch mehr Richtung Körpermitte ziehst. Das sind alles kleine Übungen, die du durchaus auch mal zwischendurch für dich einbauen kannst in deiner Arbeit, wenn du viel sitzen solltest. Einfach mal am Sessel ein wenig nach vorrücken, an die Kante, Arme tief ziehen, Oberkörper aufrichten und den Kopf neigen. Komm jetzt noch ein letztes Mal zur linken Schulter und dann richte dich auf. Lass deine Arme los und zeichne noch einmal mit der Einatmung einen großen Armkreis Richtung Decke. Lass die Hände aneinander kommen. Atme aus. Komm zu deiner Mitte zurück. Ich danke dir fürs Mitmachen und ich freue mich auf eine nächste Back Health Einheit. Bleib gesund. Wir sehen uns bald wieder.